Für Geoblocking gibt es viele Gründe, aber keiner davon ist gut. Im Wesentlichen hält es uns fern von Inhalten, die wir sehen wollen. Aber es gibt eine Lösung. Heute erkläre ich euch, was Geoblocking ist, wie genau es funktioniert und vor allem, wie ihr es umgehen könnt. Für weitere Inhalte wie diesen besucht unseren Kanal und gebt uns gern ein Like, wenn euch das Video gefällt. Also, warum gibt es Geoblocking überhaupt? Einfach gesagt, zum Schutz. Nicht zum unseren Schutz, leider. Geoblocking schützt Urheberrechte, Inhalte, die für bestimmte Länder lizenziert sind. Manchmal nutzen es auch Dienste, die regionale Preise etablieren wollen. Rechtlich gesehen ist das okay, aber nicht fair für alle Benutzer. Letztendlich hat Geoblocking einen legitimen Zweck. Sogar YouTubes Geoblocking ist meist gerechtfertigt. Aber leider macht es das nicht weniger nervtötend. Geoblocking verwehrt in der Regel Nutzern die gewünschten Inhalte außerhalb ihrer Region. Aber was ist Geoblocking auf technischem Level? Wie funktioniert es? Erstens zeigt eure IP-Adresse klar euer Land, eure Stadt und manchmal sogar die Gegend, in der ihr lebt. Manche Websites oder Apps checken auch euren GPS-Standort, um euren Aufenthaltsstandort zu bestimmen. Dies könnt ihr verstecken durch Abstellen eures GPS-Dienstes oder durch einen GPS-Spoofer. Wenn ihr eure Zahlungsdaten verwendet, kann euer Standort festgestellt werden, aufgrund der Location eurer Bank. Für den dritten Faktor gibt es keine gute Lösung, doch für den ersten und zweiten ist sie recht leicht. Zum Ändern der IP-Adresse wurden lange Proxy und Smart DNS genutzt. Aber nun sind Plattformen wie Netflix verdammt gut beim Aufspüren von Proxys. Auch Tor Network war eine hilfreiche Option, aber heute nicht mehr. Es ist nicht nur langsam, ihr könnt auch nicht das Land für eure IP auswählen. Doch VPNs kombinieren die übermäßige Sicherheit von Tor mit Fähigkeiten von Proxys. Best of two worlds, sozusagen. Als Resultat haben wir einen vielseitigen Dienst, der Geoblocking umgeht. Die meisten VPNs werden auch konstant weiterentwickelt. Wenn also neue Geoblocking-Techniken aufkommen, entwickeln VPN-Dienste eine Lösung. Allerdings hilft euch ein VPN nicht, wenn ein Service einen Nachweis eures Aufenthaltsstandortes fordert oder eure Bankdaten. Merkt euch das bitte. Wenn ihr gern mehr über VPNs lernen wollt, abonniert unseren Kanal für mehr Videos und schnappt euch Discounts vom Link in der Beschreibung. Aber kommen wir nun zur Demonstration. Hier nehme ich NordVPN für den Zugriff auf Netflix UK. Ich zeige euch den Prozess Schritt für Schritt. Wenn ihr wollt, folgt mir. Es gibt eine kostenlose Testversion bei Anmeldung per Android-Gerät. Ich starte den Download von NordVPN. Er geht leicht, aber dauert ein wenig. Die Installation erfolgt direkt. Ich verwende meinen Account und ihr könnt die Testversion nutzen oder NordVPN kaufen, mit dem Discount weiter unten. Ich verbinde mit dem Server, den ich will und gehe zu Netflix. Netflix erinnert euren Standort durch Cookies und Cache, daher vorher beides löschen. Und voila, ich umgehe Geoblocking und sehe nun Netflix UK. Für mich hat es beim ersten Versuch funktioniert. Doch manche VPN-IPs können von Netflix manuell gesperrt werden und man muss mehrmals neu verbinden für eine zuverlässige IP. Falls euch NordVPN nicht interessiert, gibt es viele weitere VPNs für diesen Job. Surfshark, PrivateVPN, ProtonVPN, ViperVPN, iVisy und so weiter. Sie alle erlauben mehrere Geräte, sind schnell und haben eine Geld-zurück-Garantie, so dass ihr sie testen könnt. Und falls ihr sie kaufen und Geld sparen wollt, haben wir exklusive Rabatte für euch. Also, Geoblocking ist ein legitimer Weg zum Sperren von Informationen in bestimmten Regionen. Es nutzt IP-Tracking und andere Maßnahmen, damit keiner schwindeln kann. Aber mit einem VPN ist Geoblocking kein Problem. Mochtet ihr dieses Video, dann gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.